Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen, es ist Mittwoch, der 31. Juli. Wir haben wie immer drei Streaming-Tipps für euch mit dabei. Unser erster Tipp basiert auf wahren Begebenheiten und spielt in den 70er Jahren in Mexiko. Maria, Gabina, Angeles und Valentina bekommen als erste Frauen einen Job bei der Polizei in Mexiko. Die Serie Women in Blue erzählt die Geschichte der vier Frauen. Kurz bevor sie ihren Dienst antreten, geht eine grausame Mordserie durch die mexikanischen Medien. Anscheinend haben die vier Frauen ihren Job nur bekommen, um die Medien von den Berichterstattungen über die Mordserie abzulenken. Niemand nimmt die Frauen als Polizistinnen ernst. Das hält sie aber nicht davon ab, ihren Job trotzdem ernst zu nehmen. Sieht jemand unsere Maria als Polizistin? Alle dürfen Polizisten werden, nur ich nicht. Wir wollen genauso behandelt werden wie die Männer. Denken Sie, man schätzt Sie zu Hause nicht? Sie haben doch von nichts eine Ahnung. Ist es nicht schön, dass wir schon hier sind? Trillerpfeifen statt Pistolen. Wir, die Polizei, rufen in so einem Fall die Polizei. Und wir haben denen auch noch geglaubt. Also dann, an die Arbeit. Um sich den Respekt der mexikanischen Gesellschaft zu verdienen, versuchen die vier Frauen, den Killer zu schnappen, der hinter der Mordserie steckt. Ihr könnt Women in Blue jetzt auf Apple TV Plus schauen. Wir bleiben bei echten Geschichten. Diesmal allerdings nicht als Spielfilm oder Serie, sondern als True Crime Format. In Mord ohne Sühne geht es um den Fall von Friederike von Möhlmann. Im Jahr 1981 wird die damals 17-Jährige grausam verstümmelt in einem Wald gefunden. Es gibt sofort einen Tatverdächtigen. Sein Name ist Ismet H. und er wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch dann wird er in einem Revisionsverfahren doch noch freigesprochen. Erst 30 Jahre später beweist eine DNA-Probe, dass er schuldig ist. Leider zu spät, denn nach deutschem Recht kann man nach einem Freispruch nicht erneut für dieselbe Tat vor Gericht kommen. Ich will erreichen, dass der Mörder von Friederike, von meiner Tochter, dass der verurteilt werden soll und kann. Wenn Mörder davonkommen, dann widerspricht das der Gerechtigkeit. Das Ziel war von vornherein, dass der Täter, dass der jetzt verurteilt wird und in Haft kommt. Ismet H. ist bis heute auf freiem Fuß. Die Dokumentation versucht deshalb, die Frage zu beantworten, ob der Fall wirklich abgeschlossen ist. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendwie eine Möglichkeit, den Täter zu verurteilen. Mord ohne Sühne, der Fall Friederike von Möhlmann, könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek sehen. Auch bei unserem letzten Tipp bleiben wir bei wahren Geschichten. Der Protagonist dieser Doku hat aber nichts verbrochen. Im Gegenteil, er hat Großes geleistet. In den 70er Jahren hatte er seinen Durchbruch mit dem Album Born to Run. Seitdem hat er 21 Studioalben aufgenommen, über 350 Lieder geschrieben und damit insgesamt 20 Grammys abgeräumt. Die Rede ist natürlich von Bruce Springsteen. Die Dokumentation Bruce Springsteen, der amerikanische Freund, wirft einen Blick auf sein Leben. Ich bin der Präsident, aber er ist der Boss. Held der amerikanischen Kultur, Ikone des Rock. Bruce Springsteen, der Autor von Hymnen und sensiblen oder rebellischen Liedern, erzählt seit mehr als einem halben Jahrhundert von den USA, seinem Land. Bruce Springsteen, die Stimme des einfachen Mannes, die Zukunft des Rock'n'Roll, oder? Scheißkerl, verschwinde hier! Die Doku zeigt Konzertausschnitte, Fotos und Auszüge aus Springsteens literarischen Werken. Natürlich kommen auch Freunde und Weggefährten zu Wort und sprechen über sein musikalisches Werk. Neben der Musik und seiner Lyrik geht es aber auch um Springsteens politisches Engagement. Ihr könnt Bruce Springsteen, der amerikanische Freund, heute Abend um 22.10 Uhr bei Arte sehen oder jetzt schon in der Arte-Mediathek. Das waren unsere Streaming-Tipps für heute. Wenn ihr mehr Streaming-Tipps wollt, dann hört morgen wieder rein. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Amazon Music, Deezer, Google oder Apple Podcasts. Und ihr könnt uns dort auch überall kostenlos abonnieren.
Die Tipps für heute hat Jonas Nikolik rausgesucht. Audioproduktion Stanley Baldauf. Ich bin Imke Zimmermann. Wenn ihr mögt, dann bis morgen. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.